Das sieht man mir nicht an, weil ich immer so albern und laut bin. Aber ich bin tatsächlich, ich gehe auf die 50. Oh, pass auf, ich hab dir drei geschickt. Fischkopf, wo sind wir hier? Wow, toll, oder? Wohin hast du mich hier entführt? Es ist hier eine sehr, sehr immersive Geschichte, wie du siehst. Ja, die Wände werden hier bespielt mit Beamern. Wir haben lustige Antennchen auf dem Kopf, die hier quasi nachher die Steuerung übernehmen. Ah, okay. Und das macht sehr, sehr viel Spaß und ich würde dich mal mitnehmen. Ja, super, vielen Dank. Und was spielen wir jetzt hier? Wir spielen so ein Spiel mit so Bällen und so Dingern und du musst die Dinger bewegen, die dann die Bälle bewegen. Okay. Ja, und dein ganzer Körper ist quasi der Joystick. So müsstest du es machen. Okay. Gut, ja? Also... Ich zeig dir das gleich. Und das Gute ist, also normalerweise messe ich mich hier gerne mit Leuten, ja, es geht schon nach Punkten und so weiter, aber heute hier spielen wir zusammen als Team. Ah, ja. Das finde ich ja toll. Ich glaube, es geht los. Geht schon los? Ich glaube, es geht los. Ich glaube, es geht los. Okay, was muss ich machen? Okay, pass auf, du bist dieses rote Ding da. Ja, oder kommt einer? Je nachdem, wo du stehst, ist auch dieses Ding da, wo du stehst. Ach so, ich muss nach vorne gehen? Wenn du nach vorne gehst, fährt das Ding hoch. Pass auf, da unten kommen welche. Ja, ich sehe, ich habe die welche. Wir schicken uns die nur gegenseitig die ganze Zeit her, ne? Wir müssen diese Kästchen da kaputt machen. Ganz klassisch Pong, wie du ja eigentlich weißt, weil du auch Profi bist. Ich bin eigentlich auch Profi. Das Ding ist, ich bin halt viel besser als du. Das stimmt erstmal überhaupt. Außerdem, oh Gott! Wir gehören ja zusammen. Oh! Oh, da komm gleich wieder! Das ist gut! Es ist gut! Okay. Es ist gut! Nein! Ich hab verpasst die alle! Okay, Achtung, ich hau noch mal einen raus. Bam! Bam! Oh, ich bin größer geworden, gibt natürlich... Probierst du öfter mal solche neuen Sachen aus? Ja, ich finde, ich feiere das hart. Ich feiere das hart, auch so VR-Sachen und so. Ja. Oder so hier diese Lasertag-Sache auch. So, bin hier, ich ein ganz großer Freund von. Und es war auch nicht nur so ein Spruch, ne? Dieses Bewegen beim Spielen ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Man braucht ein bisschen Ausgleich zum Sitzen. Und auch wenn ich jetzt diesen Stehtisch zu Hause habe, ist es gut, auch mal sowas hier zu machen. Und vor allem kannst du ja mit Freunden sehr viel Spaß haben, ne? Ja, da kann ich mir gut vorstellen, dass man hier mehr mit Leuten in so eine Box geht. Das ist eine Guck Sache. Mal, wir haben es geschafft. Erstmal unsere Zuschauer. Ja. Die wollen erstmal wissen, woher kommt der Name Fischkopf? Weil du siehst eher menschlich aus. Ja, ja. Das kommt daher, weil ich im Norden tatsächlich aufgewachsen bin. Oh, wo denn? In Schleswig-Holstein. Ah ja. In der Mitte Schleswig-Holsteins. Jetzt könnt ihr zu Hause einfach mal googeln, was das ist. Elmshorn da irgendwas? Nee, Elmshorn, Digga. Nee, das mach ich nicht. Bei Neumünster, sagen wir mal. Ah, bei Neumünster. Und als ich meinen YouTube-Kanal aufgemacht habe, war der Plan, dass ich sehr nordisch spreche. Dass ich wirklich mit komplettem Akzent verschließe. Ah, okay, dass ich so klöne, so ein bisschen wie Leute aus dem Norden. Und dann dachte ich mir... War irgendwann zu viel, ne? Oder was? Nee, ich dachte, dann muss man auch nordisch heißen. Ja. Und du weißt ja, was Fischkopf bedeutet. Ja. Ja. Ich komme auch aus dem Norden. Dann habe ich es noch vergamed, dass es so ein bisschen, weißt du, so gamig aussieht. Ach, mit Null? Mit Null, genau, das O ist eine Null. Wie lange streamst du jetzt schon? Wie lange ist das her? Ende 2012 habe ich angefangen. Oh, das ist aber schon über 10 Jahre her. Ich hatte gerade 10-Jähriges. Wie alt bist du denn? Ich bin ein bisschen älter. Das sieht man mir nicht an, weil ich immer so albern und laut bin. Aber ich bin tatsächlich, ich gehe auf die 40 zu. Oh, pass auf, ich habe dir drei geschickt. Gott! Ich gehe auf die 40 zu, es ist so. Es ist nun mal leider so. Gefällt es dir in Berlin? Ich finde es echt gut hier. Ja? Ich finde es echt gut hier. Also, wenn du ja aus dem ländlichen Gegend ja wahrscheinlich eher kommst. Ja, ich mag das, wenn das so, wenn es so viel ist, wenn so vibrating ist. Sag mal so, vibrant, lebhaft. Ich kann mir das gar nicht mal anders vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Wobei ich irgendwann, wenn ich dann noch älter bin, dann doch wieder aufs Land zurück, glaube ich. Ja. Hast du ein absolutes Lieblingsspiel? Lieblingsspiel? Nicht eins. Aber ich mag sehr gerne kompetitive Sachen. Also ich spiele fast keine Spiele mehr, wo man nicht gegeneinander antreten muss. Ehrlich? Oder viel aber dafür seltener. Bist du jetzt dann... Sehr gut, wollte ich sagen. Ja. Dafür bist du jetzt aber sehr gut. Oh Gott. Oh nein. No! Ja, da hast du recht. Oh Gott. aber jetzt spielen wir auch zusammen, ne? Aber du machst ja trotzdem so eine Challenge draus. Ja, das ist mir aufgefallen. Ja, ich, wie gesagt, ich habe mitgezählt. Du bewertest mich trotzdem, obwohl wir zusammengehören. Oh Gott.
Und sag mal, warum ist dir denn Competition dann so wichtig oder Wettkampf? Naja, was heißt, was heißt wichtig? Ich habe da am meisten Spaß dran. Ja? Wenn ich irgendwas habe, wo ich besser werden kann, weißt du? Ah. Wo ich üben kann und dann merke, oh, jetzt werde ich besser. Diese Erfahrung finde ich mega. Wie viel spielst du am Tag? Kann man das sagen? Oder ist es immer? Oh Gott, das darf man nicht sagen. Darf man nicht sagen? Das darf man nämlich nicht nachmachen. Nee, ist zu viel? Das, macht das nicht zu Hause nach. Das sind ein paar Stunden. Ja, aber ist ja mein Beruf, weißt ja. du? Deswegen muss, also was heißt muss, aber deswegen... Was hättest du denn sonst gemacht eigentlich? Filmen wollte ich arbeiten. Ja? Ich würde gerne selber Filmen machen. Ja. Und das ist auch noch, das habe ich auch noch auf der Liste. Ja? Ja, ich glaube, das kommt. Was machst du dafür? Wie, was machst du dafür? Einfach nur auf der Liste. Lebenserfahrung sammeln. Einfach nur auf der Liste erstmal. Lebenserfahrung sammeln. Nein, ich schreibe schon ein bisschen. Ja? Ja, ja. Eines Tages. Eines Tages. Eines Tages. Oh, der Wert im Produkt, der ist da war C-. Ja, C-, ne? Gunnar, normalerweise gehe ich hier nicht unter A raus. Alles gut? Ja, wir müssten das vielleicht noch ein paar Mal üben jetzt. Also bei mir ist immer C- ist immer top. Reicht dir ja, schon, reicht ja? mir schon. Gibt auch noch S hier, ne? S gibt's auch? Ja, S gibt's auch noch. Ja, also ich bin gerne wieder dabei. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, bitte. Danke bitte, für die Einladung. Ich lade dich auch noch mal ein. Komm einfach her. Ja, gut. Du bist ja eh immer hier. Dann komme ich mit dir wieder rum und dann holen wir mal den Rekord hier. Ich finde mich aus. Auch so ein Highscore, wie der vorne war. Ja, bitte. Ja, und was euch natürlich noch bleibt, den Kanal abonnieren. Denn da bitte. Machen wir noch ganz, ganz viele andere tolle Aktionen mit Gamerinnen und Gamer. Und da war ja auch deine Ansage. Die lief ja auch richtig gut. Ja, die war auch sehr, sehr gut. Oh, das noch! Ja, jetzt rein damit. Rückwärts! 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 Also, abonnieren. Bitte.